Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Dobrindt, es geht nicht um Regelungen der Zukunft. Es geht auch nicht darum, was in Europa entschieden wird und manchmal nicht entschieden worden ist. Es geht eben auch darum, denjenigen, die unter den Abgasemissionen leiden, es sind Allergiker, es sind Schwache, es sind alte Menschen, die darunter leiden, dass denen heute bereits die zugesicherten und die real existierenden Grenzwerte auch zugebilligt werden können. Sie wollen geschützt werden dadurch, dass aktuelle Grenzwerte auch tatsächlich eingehalten werden und sich nicht als völlig fehlerhaft darstellen. Sie haben sich darauf verlassen, dass bisher davon ausgegangen werden konnte, Euro 6-Fahrzeuge sind saubere Fahrzeuge. Es ist neueste Technologie und von daher muss man davon ausgehen, dass sie auch entsprechend diese Grenzwerte einhalten. Es geht schließlich darum, dass die Menschen geschützt werden wollen und geschützt werden sollen vor lebensgefährlichen Stickoxiden, die die alten Dreckschleudern ausgestoßen haben. Es geht darum, dass es vernünftige und wirksame Durchsetzung von Gesetzen gibt, die heute bestehen und nicht erst morgen verabschiedet werden müssen. Und mit einem Mal bekommt der Begriff Euro 6 eine ganz andere Bedeutung. Wir stellen fest, die UWA-Studie stellt fest, dass Euro 6-Fahrzeuge nach neuester Technologie im Jahr 2014 gültig offenbar 6-mal mehr Schadstoffe ausstoßen, als sie ausstoßen dürfen. Das sind Technologien, das sind neueste Bauarten der Motoren und 6-mal mehr stoßen sie aus, mehr als die Automobilkonzerne bei der Typgenehmigung angegeben haben. Das ist nicht nur eine grobe Missachtung von geltenden Vorschriften, das ist keine Ordnungswidrigkeit, das kommt einem Abgasbetrug gleich. Betrogen werden die Behörden, die für die Zulassung der Motoren zuständig sind. Betrogen werden die Bürgerinnen und Bürger, die erwarten können, dass ihre Gesundheit geschützt wird und einen wichtigen Stellenwert bei uns hat. Betrogen werden Autofahrerinnen und Autofahrer, die ein vermeintlich sauberes Auto fahren wollen, wenn sie denn auf ein Auto angewiesen sind. Auf dieses Handeln der Automobilkonzerne muss doch sofort reagiert werden, nicht mit Hinweis auf das, was morgen in Europa geregelt werden muss. Es muss tacheles geredet werden, und ein Ende muss her bei diesen Betrügereien. Doch was unternehmen Sie, Herr Dobrindt, als verantwortlicher Verkehrsminister? Wieder mal, ich bleibe dabei, Sie antworten mit Nichtstun. In der Frage des Nichtstun eindeutig, Herr Dobrindt, sind Sie ein Wiederholungstäter. Wenn Sie, Herr Dobrindt, angesichts dieser Untersuchungsergebnisse des UWA nicht sofort und angemessen scharf reagieren, dann gefährden Sie nicht nur die Gesundheit der Menschen, Sie zerstören auch das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in die Werte, die Ihnen vorgetragen werden. Sie gefährden auch damit Arbeitsplätze von Zehntausenden Kolleginnen und Kollegen in der Automobilindustrie. Beenden Sie jetzt Ihr Nichttun, Nichtstun, handeln Sie jetzt. Was ist zu tun? Die Automobilkonzerne müssen klar und deutlich nachweisen, ob sie die Abgaswerte, die sie angegeben haben, bei der Motorenprüfung einhalten können. Können sie das nicht nachweisen, dann sind sie unter Umständen aus dem Verkehr zu ziehen, denn darf es diese Motoren nicht geben. Nachrüstungen sind zu machen und sie sind zu kontrollieren. Und die Ergebnisse der Nachmessungen müssen offengelegt werden und nicht weiterhin verheimlicht werden, wie wir es in unseren Nachfragen in der Fragestunde gestern gehört haben. Abgasbetrüger unter den Automobilkonzernen müssen Strafen zahlen, weil sie sich nicht an geltendes Recht gehalten. Das ist richtig nötig und das ist auch möglich. Auf europäischer Ebene ist verabredet, dass Sanktionen gegenüber den Herstellern verhängt werden können und müssen, die wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sind. So steht es dort geschrieben. Und nicht zuletzt müssen Verbraucherinnen und Verbraucher, die einen wirtschaftlichen Schaden erleiden durch diesen Betrug, Anspruch auf Entschädigung haben. Das alles muss, wie gesagt, jetzt und sofort passieren, weil wir die Gesundheit der Menschen schützen wollen, weil wir den Beschäftigten der Automobilindustrie Sicherheit geben wollen. Sie wollen wissen, wohin die Reise in Sachen Antriebstechnologie geht. Wir müssen uns als Gesetzgeber ernst nehmen. Wir dürfen uns nicht zum Büttel der Konzerne machen, die uns bei der Angabe von Grenzwerten offenbar an der Nase herumführen. Und das gilt auch, jeder Bürger und jede Bürgerin muss sich an geltendes Recht halten. Und das gilt auch genauso für die wirtschaftlich Mächtigen hier im Land. Die Verkehrsminister
der Länder beraten zurzeit in Hamburg darüber, wie in Sachen Gesundheitsgefährdung durch Stickoxide und Feinstaub verringert werden kann. Sie behandeln auch die Frage der UBA-Studie. Das sind die Themen, die auf den Tisch gehören, die jetzt einer Lösung herzugeführt werden müssen. Die Schadstoffausstöße müssen real gesenkt werden, nicht mit dem Hinweis auf Recht, was das im Moment vermeintlich nicht möglich macht. Wir sind der Meinung, diese rechtlichen Grundlagen sind da, denn es sind genehmigte Motoren nach Euro 6, die jetzt diese Grenzwerte reißen. Und von daher sind wir gehalten, sofort zu handeln. Und ich fordere auch die SPD auf, an dieser Frage zumindest selbst ihre Umweltministerin ernst zu nehmen. Fordern Sie Frau Hendricks auf, dem untätigen Verkehrsminister auf die Füße zu steigen, damit wir ein Ende des Betruges haben und keine Fortsetzung des Abgasbetruges auf die nächsten Länder. Der Kollege Arno Klare spricht jetzt für die SPD.